Moin, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Ich habe mir überlegt, dass ich heute mal was ganz Neues machen will. Und zwar machen wir heute mal, weil wir ein ungerades Jahr haben, einen ungeraden Monat und einen ungeraden Tag. Ich mache mal einen Burger. Haben wir noch nie gemacht? Nee, Scherz beiseite, haben wir natürlich schon ganz häufig gemacht. Wir machen heute aber einen Surf-and-Turf-Burger. Und ich muss hier noch so 2,5 Sachen vorbereiten. Meine Barrel ist da schon am heiß werden und dann geht das sofort los. Jetzt kommt erstmal schnell mein Jingle und dann starten wir. Bis gleich. Ich habe mir ein irisches Hüftsteak bei tellermitte.de besorgt. Das werde ich jetzt mal eben schnell salzen und pfeffern. Und dann habe ich mir wunderschöne Shrimps besorgt. Die werde ich gleich noch pulen, also sprich die Schale weg. Hinten den Schwanz, den lasse ich. Und die kommen dann auch gleich auf den Grill und den tue ich jetzt auf den Grill. So, ich habe jetzt hier schöne Black Tiger Garnelen. Da werde ich jetzt hinten einfach von hier aus die Schale abnehmen, den Panzer, wie man es auch nennen will. Und dann bleibt hier hinten das letzte Stück, das lasse ich dran. So, so werde ich die jetzt fertig machen alle. Die habe ich mir auch bei Teller Mitte organisiert. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass ich von Teller Mitte Geld bekomme oder Sponsoring oder irgendetwas. Nein, bin ich nicht. Bin auch viel zu klein dafür. Würden die mit mir eh nicht machen. Von daher schöne Grüße an Teller Mitte. Ich mache trotzdem für euch Reklame, weil ihr wirklich sehr gute Produkte verkauft und ganz faire Preise habt. Also ich habe jetzt da schon 5-mal bestellt und habe 5-mal sehr gute Produkte bekommen. So, Schluss mit meiner Reklame hier, die keine Reklame ist, weil ich kriege ja nichts dafür. Wo ich gerade so schön am Labern bin, wenn euch unser Channel oder wenn euch mein Channel gefällt, abonniert mich gerne, gebt mir gerne einen Daumen, das bringt mich echt weiter. Dann kann ich auch solche Videos häufiger machen, wo ich halt auch so verhältnismäßig teure Zutaten benutze und euch das näher bringe, wie man die verarbeiten kann. So, last one, 6 Stück, 3 Stück pro Burger mache ich. Und dann muss ich einmal meinen Müll hier entsorgen. Ich tue jetzt meine Black Tiger Garnele schön mit hier auf meinen Grill beziehungsweise auf meine Barrel und lassen die jetzt hier auch gleich schön werden. Dann tue ich gleich meine beiden Buns hier an die Seite. So, ich habe mich wieder für meine Standard Buns entschieden. Ich finde, die sind sehr angenehm im Geschmack. Echt klasse. Das habe ich jetzt schon einmal umgedreht. Das sieht doch schon, ja, das muss auch noch ein bisschen. Die sind, werden jetzt schon richtig gut. Lassen wir noch einen kleinen Moment so. Wahnsinn. So. Da habe ich mir jetzt neue Kohle gekauft von so einer renommierten Firma. Mit W fängt sie an. Ich finde die gar nicht so geil. Die macht gar nicht so eine Hitze, wie ich sie eigentlich gewohnt bin. Das ist richtig doof. Also, mein Fleisch braucht noch einen ganz kleinen Moment und dann geht das hier sofort weiter. Ich kann jetzt anfangen anzurichten. Ich werde jetzt einmal mir mein Stück Fleisch nehmen und werde das mal eben kurz aufschneiden. Das mache ich natürlich nicht hier auf dieser Fläche. Es sieht richtig geil aus. Dann komme ich gleich einmal kurz wieder, lege das einmal kurz in Tranchen hier hin. Werde da einmal so ein bisschen Teriyaki-Soße drauf machen, damit die Teriyaki-Soße auch mal richtig schön heiß wird, auch hier drauf. Und dann fangen wir an zu montieren. So. Fleisch ist aufgeschnitten. Ich teile das jetzt mal eben hier so ein bisschen auf. So, dann kommt da jetzt so ein bisschen Teriyaki-Sauce drauf. Ich muss mich so ein bisschen beeilen, damit das alles so wird, wie ich es auch haben will. Ich habe mir keine Teriyaki-Sauce selber gemacht. Ich war frecherweise mal wieder bei meinem Lieblingsstar-Koch unterwegs und habe mir da eine geholt. Classic, super lecker. Geiles Zeug. Ich liebe die ja über alles. So. Jetzt nehme ich meine Sauce. Die habe ich letzte Woche ausprobiert. Das ist eine Teriyaki Sesam
Barbecue-Sauce. Damit mache ich jetzt unten drunter schon mal einen Klecks, um da schon mal so in die richtige Richtung den Geschmack zu haben. Darauf kommt jetzt ein bisschen Salat. Das verstreichen wir damit so ein bisschen. Boah. Richtig schön Salat da drauf. Ich finde das ja immer ganz geil, wenn da richtig schön Salat drauf ist. Eine gewisse Menge. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen was Knackiges. Darauf kommt jetzt von mir als nächstes ein Teil von meiner Avocado. Mal sehen, womit ich die am besten bewegt bekomme. Super, das geht doch auch schon mal ganz cool. Die ist leider mir beim Schneiden so ein bisschen zerfallen. Die ist aber super, super reif gerade. Genauso wie wir sie haben wollen. Ich habe die so ein bisschen angeröstet. Das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen den Kick. Oh, ist das geil. Dann tue ich da jetzt noch so ein bisschen was an Tomate drauf. Am besten nur eine so eine Scheibe, sonst wird das Ganze zu instabil. So, steht mein Konzept noch? Ja, jetzt stimmt das noch bis jetzt. So, dann tun wir da jetzt Fleisch drauf. Schön mit Soße. Ich glaube, dieser Burger Bun ist ein bisschen zu klein. Ein bisschen viel zu klein. Aber das ist ja immer dasselbe Spiel. Man muss ja immer sehen, dass man das da irgendwie draufgezirkelt bekommt. Ich bin irgendwie auch nicht links wie rechts. Das ist auch so ein bisschen blöd. So. Und bevor ich da jetzt gleich die Tiger-Garnelen drauf tue, werde ich das schon mal auf den Teller tun. Und dann richtig auf den Teller zu Ende an. Boah, das sieht schon so gut aus. So, dann ziehen wir jetzt einfach mal eine Runde um auf meinen Teller. Oh, Wahnsinn. So, Nummer 2 kommt auch. Ich hoffe, man kann das alles gut sehen. Dann tue ich da jetzt, hallo, hier wird nicht abgestürzt, hier bleibt man schön hier oben. Dann tue ich da schön jetzt meine Prawns oben drauf. Boah, sind die heiß und geil. Hälfte schon wieder abgestürzt. Das ist natürlich sehr doof. Boah, ist das geil. So, den Deckel lege ich jetzt mal eben schnell noch daneben, weil wir müssen gleich noch ein schönes Foto davon machen. Und es fehlt noch was, meine Lieblingsmayonnaise, die kommt jetzt da oben drauf. So, jetzt kommt da noch so ein bisschen was von meiner Lieblings-Kefpi-Mayo drauf. Die gibt dann so den letzten Kick. Wahnsinn. Sieht das nicht obergeil aus? Ein wunderbarer Surf-and-Turf-Burger, unten irisches Beef. Hier habe ich noch einen kleinen Salat gebaut, dann richtig schöne Tiger Prawns da drauf und einen Salat, eine gute Teriyaki Sauce, hier ist hier vorne sogar noch am vor sich hin schmurgeln, könnt ihr glaube ich nicht sehen. Ja, und jetzt kann da im Grunde gleich der Deckel drauf. Das war's schon, war super schnell, oder? Ich kann es auch kaum glauben, das geht immer so schnell, zack, 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 zack und schon an so einem Video durch. Ich habe aber ganz was vergessen zu fragen. Das will ich schon seit 3 Videos fragen. Wo kommt denn der Name Hamburger her? Na, wer weiß es? Ich kann es euch erzählen. Die Auswanderer haben damals in den 1820, 1840 von Hamburg aus das Hamburger Rundstück belegt mit einem falschen Hasen obendrauf und ganz viel Soße. Das war für die ein Hamburger Brötchen. Und aus diesem Hamburger Brötchen ist der Hamburger entstanden. Jetzt wisst ihr es auch. Ich war auch ganz überrascht. Ich habe echt gedacht, dass das nichts mit Hamburg zu tun hat. Aber so als Hamburger, yeah, sehr gut.
Ich hoffe, euch hat mein kleines, schnelles Video gefallen. Gib mir einen Daumen, wenn es dir gefallen hat. Wenn du meinen Channel geil findest, abonniere ihn, mach's Glöckchen an, dann verpasst du auch keine Folge von mir. Und das nächste Mal kommt versprochen kein Burger. Dann kommt mal wieder was Aufwendigeres. Ich habe jetzt noch zwei geile Sachen so in der Pipeline. Die werden wir wahrscheinlich morgen und übermorgen drehen. Und dann kommt das hier nacheinander weg. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Euer Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Regie, Ende.